Ja, nach dem 17. Tabellenplatz reagierte man in Hannover und verpflichtete gleich 5 neue Spieler für die Rückrunde. Dazu ein neuer Trainer mit Thomas Schaaf, der seine Erfahrung aus Bremen nun für die Hannoveraner zeigen soll. 1,5 Jahre gilt der Vertrag und das erste Ziel natürlich Hannover rausbringen aus der Abstiegsregion. Heute also gegen Darmstadt 98 mit 2 neuen Spielern in der Startelf. Sanoi und Fossum beginnen, Yamaguchi und Almeida zunächst auf der Bank. Der verletzte Wolf ist heute noch nicht im Aufgebot. Darmstadt in Weiß unverändert ohne Neuzugang. Erster Ballverlust der Hannoveraner, heute in Rot-Schwarz, die alten Farben wiedergeholt. Das ist Wagner, quergelegt, Niemeyer! Erste Chance nach 6 Minuten für Darmstadt 98, 2:2 beim Bundesliga-Comeback im letzten Sommer im Böllenfalltor. Schulz noch dran, Hannovers Kapitän und Abwehrchef, verhindert das erste Gegentor der Rückrunde. Kempe, guter Start der Darmstädter Mannschaft mit Sandro Wagner, der seinen Platz inzwischen sichert in der Spitze. Das ist Kempe gegen Sakai, das ist zu einfach, und Rosenthal. Nächste Chance für Jan Rosenthal und Darmstadt, das zügig beginnt. 20 Minuten gespielt, nicht zu sehen von Hannover 96. Caldirola weiter für Gondorf, wieder zu einfach vorbei an Sané, immer noch Jérôme Gondorf, Wagner und Gondorf, dritte Chance, noch kein Tor, klar zu erkennen, Darmstadt will hier gleich das nächste Erfolgserlebnis. Nach dem Derby-Sieg in Frankfurt braucht man diese Siege für den Klassenerhalt. Und gleich die nächste Gelegenheit beim Eckball für Kempe, Rajkovic, kleine Unsicherheit bei Manuel Schmiedebach, der dann klären kann. Hannover übersteht die Anfangsphase mit Mühe und Not gegen Darmstadt 98. Freistoß mal auf der anderen Seite für Hannover. Den tritt Linksverteidiger Mikko Albonos. Fossum, Sanoi, gut gelöst von Heller. Und die Drehung, Sanoi! Macht gleich im ersten Pflichtspiel das erste Tor für Hannover. Dazu das erste Saisontor, traf nicht für Hoffenheim. Jetzt aber für 96, Adam Sanoi, klasse gemacht. Die erste Chance und gleich das Tor für die Mannschaft von Thomas Schaaf. Erst das Kopfballduell von Fossum, dann Sanoi, der sich gegen Heller durchsetzen kann. Rajkovic kommt zu spät, Martinia ohne Chance. Und er kann es endlich wieder zeigen, der Mann, der bei Hoffenheim kaum noch eine Rolle gespielt hat. Jetzt für Hannover vielleicht der glückliche Transfer sein kann. Ron-Robert Zieler weiß um die Bereicherung eines Adam Sanoi für Hannover 96. Körpersprache jetzt ganz anders bei den Gastgebern. Schmiedebach 6 Minuten nach dem Führungstor. Sakai gegen Caldirola. Einfach mal durchgesetzt. Sanoi in die Arme von Martinia. Nächste Riesenchance für Adam Sanoi. Fossum weiter für Karaman. Wieder Fossum, der ebenfalls ein starkes Bundesliga-Debüt zeigt für Hannover 96. Schmiedebach, Karaman, Sanoi und immer wieder Ivar Fossum als Spielgestalter. Jetzt selber gegen Martinia verhindert das 2:0 und das nächste Debüttor eines Hannoveraners. Auch Fossum hätte das erste Mal natürlich sein können, unter Beweis stellen können. Der Schuss nicht abgefälscht von Adam Sanoi. Martinia, klasse da, kann diesen Ball abwehren. 1:0 zur Pause. Hannover hat schwach gestartet, dann allerdings die Form gefunden. Und vielleicht sind die Neuen die Bereicherung für den Verein. Darmstadt braucht dringend eine Idee zu Beginn des zweiten Durchgangs. Es kommt allerdings nur Hannover. Fossum auch zu Beginn der zweiten Hälfte wieder aktiv, wieder im Laufduell mit Jérôme Gondorf. Karaman und wieder Fossum mit der Flanke für Sanoi. Und jetzt abgepfiffen, 11 Meter für 96, das Foul an Adam Sanoi und dazu die rote Karte für Martinia. Darmstadts Torwart muss runter, Doppelbestrafung und ganz bitter natürlich für die Lilien, dass jetzt der Torwart vom Platz muss, Kontakt an den Beinen. Wir sehen es jetzt, nicht das Einsteigen von Sule wird geahndet, sondern Martinias Grätsche, so wird es ausgelegt. Und deswegen also jetzt auch der Wechsel, der Kapitän muss runter, Aytaş Sule runter und Lukas Zawuska kommt. Wer? Ja, Darmstadts zweiter Torwart kommt in die Partie, bislang noch überhaupt nicht zu sehen in der Bundesliga, jetzt also ins kalte Wasser geworfen, spielte zuletzt bei Celtic Glasgow, kam im Sommer nach Darmstadt. 11 Meter für Hannover, Mikko Albonos, Zawuska! Riesentat
Erster Ballkontakt in der Bundesliga und dann gleich ein gehaltener Elfmeter gegen Albonos, der diesen Elfmeter klasse schießt, aber auch wunderbar gehalten vom ehemaligen Celtic-Torwart, der hier da ist und sein erstes großes Erfolgserlebnis hat in der Bundesliga. Aber es gibt ja noch den Eckball für Hannover, Schmiedebach für Zorloy rausgeköpft. Albonos natürlich jetzt mit Wut im Bauch, weiter für Sakai. Fossum. Flanke für Prip. Zawuska, nächste Aktion, deutlich leichter für ihn die Situation. Stunde gespielt, Hannover jetzt in Überzahl, noch besser in der Partie. Freistoß in wunderbarer Position für Edgar Prip gegen Darmstadts neuen Torwart und gegen vier Mann in der Mauer. Sakai steht zudem bereit, überlaufen. Prieb macht es selber! Traumtor, verwandelter Freistoß von Edgar Prieb gegen Darmstadt 98, 2:0 für Hannover, weil die Mauer einfach mal zur Seite geht. Wir sehen es gleich, sieht umso schöner aus für Hannover. Aber natürlich achten wir auf Darmstadts Mauer, die sich hier wegduckt. Das sehen wir jetzt, achten Sie auf die beiden 30er, die einfach mal die Lücke aufmachen. Der Ball fliegt genau hindurch, keine Chance für Zawuska, der diesen Ball dann einfach nicht sehen kann. Hat die Mauer eigentlich richtig hingestellt, aber wenn sie sich wegducken, was soll er machen? Sieht umso schöner aus für Edgar Prieb und seinem ersten Saisontreffer für 96. Zorloy, gerade mal 2 Minuten später, die Partie wird jetzt einseitiger. Karaman, wieder Zorloy und Zawuska kann diesen Ball abwehren. Kaldirol erklärt für Darmstadt 98. Chancen jetzt im 2-Minuten-Takt. 64. Schmiedebach. Weiter für Zorloy. Manuel Schmiedebach. Links vorbei. Noch nicht die Vorentscheidung für Hannover 96, das jetzt allerdings natürlich klar besser ist in der Partie. Almeida kommt. Zorloy geht leicht angeschlagen, wird allerdings nächste Woche dabei sein beim Auswärtsspiel der 96er. Und mit Almeida kommt ein guter Bekannter, spielte lange Zeit für Werder Bremen, kennt Thomas Schaaf und er kennt seinen Spieler, den er jetzt in die Partie bringt. Sandro Wagner, Heller und Rosenthal, mal die Chance für Darmstadt. Kempe! Klasse gehalten von Zieler, der Ball noch nicht im Aus. Heller und Niemeyer! Mit Volldampf weit vorbei am Tor von Hannover 96. Sie versuchen alles, nochmal zurückzukommen, trotz 0:2 Rückstand und Unterzahl für die Lilien. Nächster Anlauf mit Garic und Wagner. Kempe setzt nach für Darmstadt. Kaldirola. Kempe. Franjic gegen Marcelo mit Gefühl für Rosenthal. Steht ganz frei vom Tor von Zieler. Jan Rosenthal, nächste Chance verpasst. Diesmal mit dem Kopf, schafft es aber nicht, den Ball aufs Tor zu kriegen. Das war die Gelegenheit zum Anschluss für Darmstadt 98. Einwurf Kempe, Niemeyer, 9 Minuten noch Partie, scheint entschieden. Schulz mit Grätsche gegen Niemeyer. Nächster Anlauf mit Kempe gegen Albonos und es gibt den nächsten Einwurf für Darmstadt 98. Niemeyer, Kempe und wieder Kopfball Wagner. Diesmal von Sakai abgefälscht. Es gibt Eckball. Der Ball will einfach nicht rein für Darmstadt 98. Kempe, nächste Ecke. In die Arme von Zieler. Kein Problem für Hannovers Torwart, der das Spiel natürlich nochmal schnell machen will. Almeida nicht gefunden. Garic und Vrančić. Langer Ball. Rosenthal, Zieler! Nicht ungefährlich, aber klasse gehalten von Ron-Robert Zieler. Der kommt gefährlich aufs Tor von Rosenthal, aber Hannovers Torwart ist einmal mehr zur Stelle. Schmiedebach, 4 Minuten noch Partie, scheint entschieden. Hannover versucht nachzulegen mit Fossum und Albonos hat Platz, weil Garic viel zu weit weg ist. Danke für Almeida, rausgeköpft, aber sofort wieder nachgesetzt von 96 mit Klaus. Und Almeida wartet kurz auf Manuel Schmiedebach. Nächste Chance, nächstes Tor. Es wird bitter für Darmstadt. 3:0 für Hannover. Auch Schmiedebach trifft das erste Mal in dieser Spielzeit. Nach klasse Zuspiel von Almeida, der nächste Neuzugang, der sich beteiligen kann am Spiel. Nur Yamaguchi heute unauffällig, kam nicht für Hannover. Schmiedebach, der nicht im Abseits steht. Natürlich fehlt der Kapitän und Innenverteidiger Zulo Zawuska.
für den es ein ganz bitteres Bundesliga-Debüt wird. Erst der gehaltene Elfmeter, aber dann zwei Gegentore. Hannover gewinnt zum Auftakt der Rückrunde gegen Darmstadt. Das steht jetzt fest, auch wenn die Mannschaft von Dirk Schuster dagegen hält mit Franjic und Caldirola. 90. Minute läuft. Rosenthal nochmal für Wagner und Rosenthal. Immerhin, sie versuchen es, wenngleich das Spiel Darmstadts nicht mehr zusammenpasst. Vorne immer wieder gute Momente, hinten allerdings überfordert gegen schnelle Hannoveraner. Rajkovic, Heller und was für ein schwaches Zuspiel. Ballverlust, Schmiedebach schnell umgeschaltet. Fossum, drei Hannoveraner vor Zawuska. Die Chance für Edgar Prip. Nächstes Tor, 4-0. Doppelpack von Prip, Fossum wieder daran beteiligt. Es sind die Neuzugänge, die heute diese Partie gestalten. Fossum, Sorloy und auch ein Edgar Prip, der neu aufblieb unter Thomas Schaaf, diesen Ball gegen Zawuska verwandeln kann. Ganz bitter für den zweiten Torwart der Darmstädter, der drei Gegentore kassiert beim Bundesliga-Debüt. Der Raum war offen natürlich nach dem Ballverlust von Rajkovic im Mittelfeld. Hannover kontert eiskalt und gewinnt 4-0 gegen Darmstadt. Ein ganz klares Zeichen der Mannschaft, die heute zeigt, warum sie nicht absteigen will, was die Gründe sind, drin zu bleiben. Motivierte Neuzugänge, die Spieler ganz neu aufgelegt unter dem neuen Trainer. Und vielleicht gelingt es ja doch, mit einem langen Weg die Bundesliga zu halten. Ein wichtiger Sieg gegen Darmstadt, der selber aufpassen muss, dass es nicht dahin geht, wie bei einigen zuvor.